Brunleichnam. An diesem Tag feiert die katholische Kirche noch einmal in besonderer Weise das Sakrament der Eucharistie. Jesus Christus ist das Brot des Lebens geworden. Wenn wir Eucharistie feiern, haben wir jetzt schon Teil am himmlischen Hochzeitsmahl. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Passialamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Passiamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passialamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passiamahl vor. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Schon der Name Kommunion sagt, schafft der Empfang des eucharistischen Brotes Verbundenheit. Verbundenheit mit Jesus. Und wer ist heute alles ein Hirt? Er, der Gekreuzigte und Auferstandene, gibt sich uns hin, verbindet sich mit uns und gibt uns Anteil an seiner Lebenskraft. Doch Kommunion ist nicht einfach. Kommunion muss viel mehr immer wieder werden, in uns und aus uns. Kommunion, Verbundenheit mit Jesus, ist etwas ganz innen in uns, in unserem Denken und Fühlen und in unserem Tun mit Jesus. Kommunion, Verbundenheit mit Jesus, ist aber auch etwas in uns, das nach außen drängt. Mit Jesus, zu
zu den Menschen an unserer Seite. Kommunion. Verbundenheit mit Jesus. So, wie er sie will, ist Geschenk und Auftrag. Ist Empfangen und Hingeben, ist Kraft für andere. Möge das Auge des großen Gottes, das Auge des Gottes der Herrlichkeit, das Auge von Mariens Sohn, das Auge des erhabenen Geistes, über dich wachen und dich beschützen zu jeder Zeit. Es blicke auf dich, sanft und großmütig, zu jeder Stunde des Tages. Meine Seele.